Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir Zelda Challenge. Ich bin hoffentlich bereit für den Arena-Kampf. Ich weiß es nicht. So, was im letzten Part passierte, außer dass wir Arena gemacht haben. Ich hab's ehrlich gesagt schon vergessen, das ist einfach für mich zu lange her. Ja. Ich habe Darunia ins Team genommen, das weiß ich noch. Den habe ich auch trainiert, wie man sieht. Ich habe alle deutlich trainiert. Zum einen, weil ich halt echt... Ich weiß nicht genau, warum. Ich bin einfach irgendwie ziemlich nervös wegen dem Kampf gegen Flavia. Und zum anderen, danach werden wir nicht mehr so viel machen können, bis wir dann gegen Norman kämpfen. Und ja, deswegen... Und dann für Norman werde ich vielleicht noch mal ein bisschen trainieren müssen. Der ist, glaube ich, Level 31 oder so. Und ja, da möchte ich dann nicht mehr so viel trainieren müssen, deswegen habe ich jetzt schon mal alle auf Level 26 gebracht, bis auf Zante und Darune, die bis Level 28. Weil die beiden werden die Arena, werden den Arena-Kampf machen, hoffentlich. Ich hoffe es halt wirklich. So, Darunia hat die Flinkklaue bekommen, das glaube ich, also für diesen Kampf habe ich die nur gegeben, ansonsten wird die wahrscheinlich Morabel wieder kriegen. Halte ich hier aber für sinnvoller. Glut, Intensität, Zertrümmer, Energiefokus. Mein Plan ist tatsächlich einfach. Ich habe mal nach. Sie hat. Ich habe schon vergessen. Zwei Pokémon Level 26 und dann ihr Quirtle Level 28. Und mindestens eins von denen konnte Sonnentag. Ich habe vergessen welches. Hitzekeuler können wahrscheinlich alle drei. Ja, mein Plan ist tatsächlich, dass ich in der ersten Runde entweder Energiefokus mache und dann Intensität oder sofort Intensität. Ich bin mir ehrlich gesagt selbst noch nicht ganz sicher, wie ich es machen will. Ja, und halt, Darunia würde ich erstmal gerne mit anfangen und dann notfalls auf Zanto wechseln. Ich glaube, dass das doch irgendwie problematisch werden könnte. Zanto noch mit der Fragebeere, einfach nur damit der Verbrennung ihm quasi nichts ausmachen würde. Zumindest einmal. Ja, und das muss de facto einfach reichen. Ich habe keinen anderen Plan. Ich habe de facto keinen anderen Plan. Ich wollte mir sogar noch, vielleicht eine TM in der Spielhalle holen, habe mal angefangen Münzen zu farmen, auch schon eine Menge Geld dafür auszugeben, weil ich mir einfach, ja, einige auch kaufen wollte dann. Fertig bin ich damit noch nicht. Dafür, warte, falsch. Dafür hatte ich dann nicht die Zeit. Ich bin jetzt irgendwie bei, bin ich da, ich glaube, 2.500 oder 3.000 Münzen, ich brauche 4.000. Für eine der TMs, die ich haben will. Ich wollte mir, glaube ich, Eisstrahl holen. Und Flammenwurf? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wir müssen sie selbst nochmal nachgucken. Ich hab's schon echt vergessen. Es ist. Ich hab dabei nicht aufgenommen, ja? Jetzt muss ich aber erstmal hier den Weg durch die Arena finden. So, und dann hier rein? Ja, sieht gut aus. So. Warum bin ich so nervös? Eigentlich sollte das doch irgendwie glatt gehen. Willkommen, halt, warte. Hallo, du Witzling, auch gut. Von Trainer, wie schön, dich hier zu sehen. Ich bin verantwortlich für, nein, warte. Ich bin Flavia und ich bin die Arenaleiterin hier. Du solltest mich nicht unterschätzen, nur weil ich noch nicht so lange Leiterin bin. Ich habe das Talent meines Großvaters gehabt und daher kann ich dir die heißen Attacken zeigen, die wir hier entwickelt haben. Dann tu das mal, beziehungsweise lass es lieber. Mir wäre es am liebsten, wenn du einfach die ganze Zeit nur, ich weiß nicht, Tackle einsetzt. Schneckmack. Gut, sie hat einen Schneckmack. Damit kann ich, denke ich, noch umgehen. Mache ich Energiefokus? Ach komm. Ich glaube nicht, dass es viel bringt, aber ganz ehrlich, ich versuche es jetzt einfach mal. Smog, das ist okay. Vergiftung wäre zwar nicht schön, aber ich denke, ich würde es überleben. Ich könnte vorhin einfach heilen, ich habe ja Gegengifte. So, Intensitäts... Ach genau. Intensität war im Training auch echt die Hölle. Ich erinnere mich gerade wieder, weil einfach, ich habe noch nie so oft so schwache Intensitäten gesehen. Einfach so Intensität 4 bis 6 kam einfach fast immer. Deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, Darunia, zwei Schneckbugs, okay. Ich behaupte jetzt einfach mal, Darunia hat sich aufgespart. Ja, Darunia hat sich beim Training nicht selbst zu hart angestrengt, um jetzt hier volle Mühe raushauen zu können. Zum Beispiel mit der Intensität 9. So sehe ich das doch gerne. Und Darunia, weißt du, ich glaube, du bist neu im Team. Du musst dich noch etwas beweisen gegenüber denen, die jetzt etwas länger im Team sind. Deswegen, ich habe gehört, das Quirtle willst du jetzt einfach sofort mit der Intensität 10 weghauen. Ne? Hast doch bestimmt Bock zu. So viel dazu.
Der Plan, die Idee war gut. Der Rest war... Oh, scheiße, das Ding hat Body Slam. Und Para. Ja, gut. Ich wechsle mal aus auf Zanto. Ich habe ernsthaft noch überlegt, ob ich Zanto nicht statt der Frageerbeere lieber, lieber den Pudersand geben will. Ach, Crit. Na, super. Habe ich ernsthaft überlegt, wie viel war das jetzt? Habe ich ernsthaft überlegt, einfach nur um nochmal einen, um ein bisschen stärkeren Lehmschuss zu haben. Ich habe mich jetzt im Endeffekt dagegen entschieden, weil ich halt, ja, Alter, das macht überhaupt keinen Schaden. Weil ich mir so dachte, sollte Zanto einen Hitzekoller abbekommen. Oh, kacke. Will ich das jetzt riskieren, nochmal anzugreifen? Ich könnte auch eine Aquaknarre machen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Verteidigungswerte von Kotl aussehen. Will ich das riskieren? Ich meine, es macht momentan die ganze Zeit nur Body Slam. Body Slam Crit würde reichen. Ich könnte mir sogar glatt vorstellen, dass... Ich weiß nicht, aber Hitzekoller... Ja, Hitzekoller ist schon ziemlich stark. Ich weiß... Er könnte sogar schon fast ausreichen, ganz ehrlich. Ich heile nochmal. Ich habe ja irgendwie Top-Genesungen. Das ist mir das Risiko einfach irgendwie nicht wert. Anziehung! Ach du Scheiße! Okay, das ist... schlecht. Darauf lasse ich mich nicht ein. Ich kann nicht in Darunia wechseln, der ist zu angeschlagen. Das heißt, ich müsste... Okay, wir öffnen euch am meisten Verteidigung. Das wäre Kappa... nicht Kappalore, das wäre... Umbrero. Eigentlich ist Narisha die beste Wahl zum Reinwechseln. Von den Verteidigungswerten her. Wie viel Verteidigung hast du denn so? Oh, es geht. Okay, das... Okay, dann sollte ein Body Slam auch bei Narisha nicht zu schlimm sein. Ich habe gar nicht Erinnerung, was war, ob die so viel Verteidigung hat. Dreschpflege. Moment. Body Slam. Dreschpflege, Anziehung. Und Hitzekoller müsste es haben. Okay. Alles klar, damit ist zumindest scheinbar meine Sorge unbegründet, dass es Sonntag kann. Ins Markt kommt es Sonntag, da bin ich mir sicher. Und da ist der Hitzekoller, auf den ich schon die ganze Zeit gewartet habe. Okay. Kein schlechter Schaden. Aber ab jetzt ist Hitzekoller ziemlich nutzlos und ich kann endlich mal Aquaknarre versuchen. Einfach nur mal, um zu sehen, wie viel Schaden das macht. Ja, das ist ein bisschen mehr als der, Kacke. Als der Lehmschuss. Ah, Anziehung, so eine Drecksattacke. Ich versuch's jetzt mal. Einen Angriff. Ach, kacke, die hat ja Tränke. Ah, völlig verpennt. Oh Gott, dann werde ich wieder switchen müssen. Ja. Starfolie. Genau das ist es einfach. Anziehung, so eine Scheiße. Komm, Narisha. Musst du wieder rein. Das war nicht wenig. Aber ich mache das jetzt halt echt nur, um die Anziehung zu resetten. Weil ich mir das nicht leisten kann. Ganz ehrlich. Quotl ist, ja. Quotl ist auf jeden Fall das Gefährlichste, was sie hat. Hörst du wohl auf damit? Da soll man nicht aggressiv werden. Kann ich sowas von knicken? Ich meine, gut, ne, schön. Quotl hätte Dösigkeit als Fähigkeit, aber es überlebt halt keine zwei Body Slams. Das könnte einfach so ultra ätzend werden mit Anziehung, weil ich einfach nichts gegen machen kann. Ich meine,
ganz ehrlich, das wird jetzt einfach ein Kampf, wo ich mich dauerhaft gegenheile. Das wird jetzt einfach ein Kampf, wo ich mich dauerhaft gegenheile, weil ich die ganze Zeit nicht angreifen kann. Und da weigere ich mich jetzt auch, irgendeine andere Strategie zu verfolgen, ganz ehrlich. Auf sowas habe ich schlicht und ergreifend keinen Bock. Vor allem dann eine Kombination, ne? Paralyse und verliebt. Alter, unmöglich. Fällt mir ein, war das intelligent? Ich hätte erst heilen müssen. Das war nämlich saublöd. Jetzt bin ich in der Bredouille und weiß nicht, was ich tun soll. Überlebt Santo noch einen? Ja, einen überlebt Santo noch. Sowas verdirbt mir die Laune, ganz ehrlich. Wenigstens macht er Body Slam und nicht sofort wieder Anziehung. Und natürlich bin ich wieder... Jetzt kommt Anziehung, da wette ich drauf. Jetzt kommt Anziehung, weil ich bin ja sowieso... Oh, da kommt keine Anziehung. Erstaunlich. Gegner, hast du etwa vor, fair zu kämpfen? Irgendwie glaube ich dir das nicht. Bitte, Santo, critter einfach. Ich habe keine Lust mehr auf den Kampf. Ich muss jetzt vorhin einfach noch ständig heilen, unnötigerweise. Da ist die Hans. Oh, ich krieg grad so einen Hals. Ganz ehrlich. Einfach nur aus Frust. Das ist kein Kampf mehr. Das macht keinen Spaß. Anziehung. Bäh. Widerwärtigste Attacke des Spiels. Ich finde tatsächlich... Ohne Scheiß. Verwirrung ist halt zum Kotzen. Ganz klar. Ist eine der schlimmsten Statusveränderungen, die man sich nur denken kann. Aber ich finde tatsächlich, verliebt sein, Anziehung ist noch schlimmer. So, letzten Sprudel reinballern. Ich merke jetzt, es ist meine ganze Zeit nur 48 AP, hätte ich mir sogar sparen können. Egal. Santo, angreifen. Dankeschön. Ich weiß, ich sollte mich jetzt gerade über eine Arena, über den Sieg freuen, aber nö. Das hat einfach echt keinen Spaß gemacht. Du bist noch nicht lange Arenaleiterin und deswegen greifst du zu Scheiße zurück. It's on. Flavia, ich habe eine Feuerattacke von dir gesehen. Wow, du bist eine gute Feuerleiterin. In der Mitte der Orden gehorchen die alle Pokémon Level 50, auch durch Tausch, bla bla, Stärke außerhalb eines Kampfes, schön und DM50, Hitzekoller. Das sei einmal eingesetzt. Sehr gut. Ja, senkt, Spezialangriff, ganz toll. Bäh. Gut, ich habe zumindest einen Namen für den Part. Widerwärtiger Kampf oder sowas. Boah, da soll man sich nie aufregen. Hey, Maike, hau ab. Wir haben uns sehr lange nicht gesehen. Als ich die heißen Quellen aufgesucht habe, habe ich den Orden der Arena von Bad Lavastadt erhalten. Du hast anscheinend viele Pokémon gefangen. Ich meine, du hast ja schon einige Pokémon aufgezogen. Ich denke, dass sie es gut gebrauchen können. Yay, ein Wüstenglas, das darf ich in die Wüste. Da habe ich auch keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Mit diesem Wüstenglas wirst du keine Probleme haben in die Wüste. Ja, ich weiß. Arena antreten, bla bla. Arena antreten, überansteckst du dich auch nicht. Du machst doch offenbar das Gleiche. Ja, Blütenbuch City ist die nächste. Aber davor werde ich jetzt die Wüste machen und oben auf dem Berg müssen jetzt auch noch ein paar Trainer sein. Die mache ich dann auch noch platt. Ja, weil Norman, wie gesagt, ist glaube ich Level 31. Und der hat Leta King, was bedeutet, ich muss halt echt tierisch aufpassen. Ich muss bis dahin tierisch viel trainieren. Wieder mal. Ich habe noch Supertränke. So. Gott, war das ein Scheißkampf. Hätte ich gewusst, dass sie Anziehung hat, hätte ich mir... keine Ahnung. Hätte ich mich bis Level 40 hochgelevelt, keine Ahnung. Einfach nur, um mir das nicht antun zu müssen. Ich meine, theoretisch konnte ja auch Bianca in der zweiten Gen Anziehung, aber das benutzt die einfach... Oh, verdammt. Das hat die einfach bei mir so fast nie benutzt, deswegen... Ja. Bianca verbinde ich mit ihrem Miltank mit Walzer.
Das war's. Da denke ich nicht an... Moment, 22, nicht schlecht. Da denke ich nicht an so einen Quatsch wie Anziehung. Ich meine, gut, seien wir ehrlich, der Kampf hätte so... wäre wirklich deutlich angenehmer gewesen. Wäre so überhaupt kein Thema gewesen, wenn Morabel weiblich gewesen wäre, aber... Naja. Darauf zu pokern ist halt so eine Sache. Ich habe übrigens vergessen, auf welchem Level entwickeln die sich alle nochmal. Agnete, da habe ich auch letztens mal nachgeguckt und wollte gucken, welche Attacken Agnete noch lernt. Gar keine. Also einfach nichts Nützliches ungefähr. Und da habe ich nochmal nachgeguckt, was ich völlig vergessen hatte. Kapalores kriegt man ja durch einen Wasserstein. Da habe ich gar nicht dran gedacht, weil ich weiß nicht, ob wir den Wasserstein überhaupt kriegen. Und falls ja, wo? So, jedenfalls hier oben mache ich jetzt mal kurz alle Trainer platt. Wir farmen uns ein paar Rubine wieder zusammen. Ich finde... Oh, Knilz, schön. Ich fände es nice, wenn wir bis zur nächsten Arena wieder 400 Rubine zusammenkriegen würden. Ich glaube, das wird nichts. Das wird, glaube ich, ziemlich sicher nichts. Glaube ich, ziemlich sicher. Oh, sehr gut. Aber versuchen würde ich es trotzdem. Einfach nur, damit ich für den Notfall mir eine weitere Fee holen kann. Weil diese Arena war einfach nur nervtötend, aber die nächste wird dafür, glaube ich, umso härter. Weil, das weiß ich, in Smaragd benutzt Norman ja, was war das, ein Geradax, ein Muntier, ein Letherking und noch irgendwas, was mir gerade nicht einfällt. Ein Pantier, genau. In Rubin Saphir benutzt er ein, was weiß ich, ich glaube ein Muntier auch und zwei Letherking. Was bedeutet, yay, einfach so das gefährliche, das für dich gefährlichste Pokémon, Letherking, hat er gleich doppelt. Zudem ist die Arena-Attacke Fassade. Was bedeutet, der hat doch eine ziemlich mächtige Attacke da drauf. Und ich glaube, ein Letherking konnte auch Bauchtrommeln? Oder war das... Das Geradax konnte Bauchtrommeln, konnte ein Letherking auch Bauchtrommeln? Gut, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber... Ja... Sagen wir es mal so, ich mache mir halt... Also da mache ich mir, glaube ich, wirklich berechtigt Sorgen. Während jetzt der... der Feuerorden hier relativ easy ging, um den Normalorden darf ich mir Sorgen machen. Das ist absolut berechtigt. Da auf die Schnauze zu kriegen, ist nämlich nicht sehr unwahrscheinlich. Mal gucken, wie ich das anstellen will im Endeffekt. Ich wünschte mir gerade wieder, wir hätten einen Stahl-Pokémon. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob es das kann, aber, hier, Letherking könnte doch garantiert auch eine Kampfattacke lernen. Ich weiß nicht, ob es das bei ihm hat oder vielleicht auch so eine Bodenattacke. Keine Ahnung. Selbst wenn, weiß nicht, ob es das hat, aber die Möglichkeit bestände und ganz ehrlich, so stark wie Letherking reinhaut. Was machst du da? Mir fällt gerade was ein. Das ist gut. Während des Trainings... Ich habe mir das Team jetzt gar nicht mehr komplett angeguckt. Während des Trainings hatte ich auch noch neue Attacken beigebracht. Da müsste ich gleich mal gucken, wer jetzt alles welche Attacken hat. Weil ich noch ein paar Sachen verändert hatte. Ich meine mich nämlich gerade zu erinnern, dass ich mir Rückkehr geholt habe. Genau. Lombrero. Unsere Agneta hat Rückkehr bekommen, weil, wie gesagt, ich hatte mal nachgeguckt. Vernünftige Attacken lernst du von selbst nicht mehr. Und da ich doch lieber noch irgendwas dabei haben wollte, was vielleicht mal bis nützlich ist, dachte ich mir, gut, Rückkehr. Wir haben Magneta schon eine ganze Weile dabei. Freundschaftswert sollte einigermaßen hoch sein. Ich wollte eigentlich auch mal gucken... wo konnte man nochmal nachgucken, wie hoch der war? Gut, das weiß ich auch nicht mehr. Aber der sollte eigentlich schon mittlerweile einigermaßen hoch sein, deswegen macht ganz guten Schaden. Hat beim Training auf jeden Fall geholfen. So, habe ich mir eigentlich noch den... Na gut, da hatte ich mir damals mitgenommen. Sehr schön. So, wieder ein paar Rubine. Und ich sehe gerade, mein Counter sagt 170. Dann dürfte das sogar noch passen, wenn wir beim nächsten Mal die Wüste machen. Die Trainer mache ich nämlich noch. Wenn wir beim nächsten Mal die Wüste machen und dann die Arena, dann sollte es sogar eigentlich passen, dass wir zumindest
Egal, ich war. Kriegen wir 300 zusammen, aber keine 400. Okay, mein Fehler. Ah. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo sonst Trainer besiegen können. Ich glaube nicht. Und ich merke, oh Gott, ich sollte den Maus wechseln. Verdammt. Gut, das bedeutet, ich muss im Kampf gegen Norman umso vorsichtiger sein, weil ich mir bis dahin auf keinen Fall eine Fee holen kann. Nach dem Kampf werde ich 300 noch was Rubine wahrscheinlich haben. Keine 400. So ein Mist. Wobei, das braucht mich ja überhaupt nicht kümmern, so, wenn ich den Kampf gegen Norman einfach ohne Verluste schaffe, ne? Wenn. Das ist ja einfach mal nicht gegeben. Aber gut. Wie gesagt, beim nächsten Mal möchte ich mich sowieso erstmal um die Wüste kümmern. Da dürfen wir uns auch noch ein Pokémon fangen. Da sind einige Trainer, die mir tierisch auf den Sack gehen werden. Ich werde wahrscheinlich einfach mit Agneta das meiste machen. Wegen Pflanzenattacke. Ach komm, das Pokémon machen wir jetzt noch mit Santo. Geht, glaube ich, ein bisschen schneller. So. Nur so nochmal ein Crit hinterher, warum nicht? So, das war hoffentlich das letzte. Ja. Gut. Alles klar. Dann nix wie runter hier. Und wieder in Bad Lavastadt. Gut. Ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Das nächste Mal. Ja, die Wüste. Ich weiß es nicht. Ich gehe sogar glatt davon aus, dass die Wüste einen ganzen Part dauern könnte. Weil die Kämpfe natürlich durch den Sandsturm ein bisschen in die Länge gezogen werden. Aber das passt schon irgendwie. Und ich würde sagen, schnell verwirrt vom Buch sind, als hätten wir nichts erreicht. Als wäre seit dem Anfang des Parts nichts passiert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.